so ist es in vielen Filmen, also dass das, sagte ich ja schon, sehr traditionell ist. Diese Chefs, deswegen, die hören ja jetzt auch alle auf, die sind ja alle 60 oder so, 55, 65, 70. Aber also das hat nicht nur Nachteile. Also man muss nicht sagen, nur weil die Leute das selber entscheiden können, ist das gut. Also wir entscheiden da auch immer ganz diffizil, ob wir die Entscheidung den Mitarbeitern überlassen oder ob das vorgegeben wird. Das kommt natürlich auch sehr auf die Mitarbeiter an. Aber man muss ganz deutlich sagen, wir haben Fachkräftemangel und man findet keinen Mitarbeiter. Das liegt aber auch daran, weil das Fachgebiet zu komplex ist, ganz klar. Also man findet keinen Mitarbeiter, wo man sagen kann, so, hier ist jetzt der Auftrag und nun legen wir los. Das ist zu komplex, was das Produkt angeht, aber auch was die Fertigungsumgebung angeht, als dass man da sofort loslegen könnte. Selbst wenn man jetzt die Ausbildung hat und auch schon 2-3 Jahre Berufserfahrung hat, weil das so komplex ist, der Mitarbeiter, der denn schon 3 Jahre Berufserfahrung hat und auch einen Abschluss mit Auszeichnung, der hat vielleicht dann immer nur Wellen gefertigt und jetzt werden aber Flansche gefertigt. So, das ist dann schon wieder was anderes und der kann dann mit seinem Wissen von davor teilweise weniger anfangen. Und ganz schlimm ist es natürlich bei den Maschinen. Die Maschinen, da gibt es ganz, ganz viele Typen von. Also alleine Hersteller und auch wie die EDV-seitig aufgebaut sind, sehr viele Systeme. Also das ist nicht so wie im Consumer-Bereich, wo es jetzt Linux und Windows gibt und dann war es das fast schon. Sondern da gibt es eigentlich, da hat jeder Maschinenhersteller das ist sein eigenes Ding und wenn er was nimmt, was schon vorgefertigt ist, dann passt er das aber zumindest so an, dass man sich das auch wieder einzeln anlernen muss, pro Maschine, pro Hersteller. Und da ist es deshalb doch sehr schwer, den Mitarbeiter gleich immer produktiv einzusetzen und vor allen Dingen dem dann immer, also dem auch so viel Entscheidungsbefugnis zu übertragen, weil der das noch nicht so überblicken kann. Auch selbst wenn ein Jahr da ist, es ist immer schwer. Ja, das ist auch noch so ein Wunderpunkt. Wir bilden ja in Telematik aus. Also Telematik befasst sich ja gerade mit allen vernetzten Dingen. Wir haben Vollstudiengang Telematik nur ein einziges Mal in Deutschland in Wildau eben. Es gibt schon ein paar Vertiefungsstudiengänge, aber ansonsten Vollstudiengänge erst wieder 2 noch in Österreich und wir haben noch in Holland einen Studiengang Telematik. Das heißt, Telematik wäre wichtig, Leute, die einmal vernetzte Systeme betrachten, aber auch Leute, die lernen, mit anderen Berufen zusammenzuarbeiten. Telematiker arbeiten immer nur für und mit anderen Berufen zusammen. Dieses übergreifende Arbeiten ist extrem wichtig und da müssen zum Beispiel auch, da muss sich die Ausbildung von Architekten ändern. Die wissen noch gar nichts von diesen Technologien. Das ist in den Ausbildungen noch nicht drin. Genauso Planer, aber auch Ausbildungsberufe, zum Beispiel Elektriker, Trockenbauer. Ja, also die Leute, mit denen ich, wenn ich so eine Musterwohnung baue, auch zu tun habe. Die ganzen Handwerker, die hier irgendetwas tun, die haben sich vielleicht mal aus Eigeninteresse damit beschäftigt, aber das ist noch nicht wirklich verankert in den Berufsausbildungen. Da müssen wir hin, die müssen viel vernetzter arbeiten, weil das, was wir hier bauen, ist eine Systemlösung. Und bisher ist eine Wohnung sehr abgegrenzt. Da weiß jeder, was er macht und arbeitet nicht mit dem anderen zusammen. Und das muss sich aufweichen, sonst kriegen wir das nicht hin. Right, so the education system could help or hinder self-management. The fact of the matter is everyone's a self-manager in his or her own personal life. So we all decide, make large life-altering decisions on our own. We decide whether to go to Germany or San Francisco or whether to go on a date or get married, whether to go to this university or that university, what to study, who to marry, whether to have kids, what to do with our careers, whether to buy a house. We decide all that stuff on our own. No boss tells us, you must do this or this or this. So people self-manage already in their own personal lives. And what we try to do in the organizational self-managed
setting is to convince people that this is really an extension of your personal life, what you're already doing. You're already a manager in your personal life. Now just bring that mindset into the workplace. I think the traditional education system hinders that, because the traditional education system in the United States is based on the Prussian education system that developed in the 1840s. It's based on an industrial age model of command and control. And we are, right now, there is a big dichotomy between the traditional command and control organizational system, traditional command and control education system, and the way the world is trending. The traditional education emphasizes hierarchy, it emphasizes bureaucracy, it emphasizes following orders, and that's not the direction the world is going in right now, and that's not the direction that's supportive of organizational self-management. Ich glaube, dass wir Lernen tradiert einfach mit Schule verbinden, und das ist ja unsere größte gemeinsame Erfahrung. Und ich kann das ganz aktuell bei einem Abiturienten erleben, dass das Lernen gekoppelt ist an ein Bewertungssystem. Und gestern hat er mir geschrieben, vor Abi hat er eine Note bekommen, mit der er nicht zufrieden ist. Die Gesamtklausur ist auch sehr schlecht ausgefallen. Und das reißt das Kind total runter, der ist unzufrieden. Und er baut damit Befürchtungen mit Sicherheit auf, wenn es an die eigentlichen Abiturklausuren geht. Und das ist das, was wir mit Lernen verbinden. Und das ist für mich tradiert im Bildungssystem verankert. Und wir, wie ich das eben gesagt habe, wir nehmen eigentlich den größten Teil dessen, was wir im Berufsleben lernen, als Lernen gar nicht wahr. Das ist ein selbstverständlicher Prozess, in dem ich einen Kollegen frage, oder wenn ich jetzt mal hier bei uns in die ländliche Region gehe, wo ich wirklich von begeistert war, dass ich gehört habe, dass ein Dachdecker die Hausinspektionen per Drohne macht. Da sind wir voll in der Digitalisierung drin, in der Nutzung der Möglichkeiten, der modernen Möglichkeiten, die wir haben. Und der ist da auch nicht von der Drohnenmuse geküsst worden, der wird sich da eingearbeitet haben müssen. Und muss das ja auch weiterverarbeiten nachher, um das in effiziente Arbeitsprozesse zu überführen. Und dieser Dachdecker wird auch erleben, welche Vorteile das für ihn hat. Der wird das aber nicht bewusst als eine separierte Zeit einer Weiterbildung definieren, sondern das gehört mit zu seiner Verbesserung seiner Serviceleistung und auch zur Prozessoptimierung seiner eigenen Leistungen. Und ich glaube, dass wir dem Lernen diesen Nimbus des Institutionalisierten in der Tat ein Stück weit nehmen müssen. Und ich möchte gerne ermuntern oder dazu einladen, sich die Zeit für Fragen am Arbeitsplatz viel mehr zu nehmen. Und wenn etwas unklar ist und nicht, wenn ich ein Wissensdefizit zu haben, das auszulagern dann in eine Weiterbildung, weil dort ja dann gelehrt wird, sondern das mit den Kollegen oder mit einem Netzwerk zusammen, was man sich aufgebaut hat, dort zu platzieren und ein Gespür dafür zu entwickeln, dass das diese Art des Lernens bei viel mehr Themen geht, als wir das heute glauben, und diese Formate der Weiterbildung, von mir aus auch zertifizierten Weiterbildung, wirklich für große Pakete übrig zu lassen, wo es um völlig neue Berufe geht, wo es um irgendwas ganz anderes geht, wobei ich das auch sehr fließend sehe. Und wenn ich auf mich selber schaue, dann muss ich sagen, den Mut zum eigenen Ausprobieren zu entwickeln, und den Druck, dass jedes Lernen auch immer mit einer Bewertung oder direkt mit einer Leistung verbunden ist. Weil das, was wir heute brauchen, nur ein Teil des Wissens ist. Das Wichtige ist ja, dass ich das Wissen in meinen Arbeiten anwenden kann. Und
da geht es, ich will jetzt nicht gerade das Wort Kompetenzen bemühen, aber wir haben ja in unserer neuen Arbeitswelt viele Veränderungen, wo ich auch auf einmal ganz andere Dinge können muss. Ich muss mich ganz anders sprachlich ausdrücken. Ich muss vielleicht, wenn ich als kleineres Unternehmen einen Social-Media-Kanal bediene, dann muss ich auch eine ganz andere Art der Kommunikation drauf haben. Und da kann ich mir Leute suchen, die mich ein Stück coachen, und zwar im Alltag, und kann dort auch meine Fragen platzieren. Also das eigentlich eine Einladung, selbst aktiv zu werden und sich das zu holen, was man für die eigene Weiterentwicklung braucht, gemeinsam mit anderen. Also es ist ja häufig so, dass sich in den letzten Jahren das Lernen in Unternehmen merkwürdig entwickelt hat. Häufig hört man heute, dass wenn man jemand vorschlägt, er soll irgendwas lernen, dass er sagt, hält mich von der Arbeit ab. Werde ich aus der Arbeit rausgerissen? Habe ich keine Zeit dafür? Warum soll ich denn das machen jetzt? Ich muss was immer Schwäbisch sagen, ich muss was schaffen. Und was will ich da lernen? In der Vergangenheit war das so, dass Lernen eben entweder verbunden war mit einer Belohnung. Man durfte irgendwo hingehen, in ein Hotel, ein Seminar, aus dem Arbeitsprozess raus, war von den Kollegen weg, konnte, wenn man zurückkommt, was erzählen. Oder es war mit Bestrafung verbunden, dass man sagt, nee, du musst jetzt die und die Kurse machen und hinterher das Zertifikat machen, damit du, weiß ich was, deine Beförderung kriegst, die Aufgabe bewältigen kannst, dass man dich mit einsetzen können. Dazu ist es eigentlich immer gependelt zwischen den zwei Polen. Und wenn man heute anschaut, wie heute Mitarbeiter lernen, dann ist es tatsächlich so, dass doch viele Informationen, viele Ressourcen zur Verfügung stehen, die sich die Mitarbeiter durchaus auch selber besorgen können. Nur da beobachte ich immer wieder, es ist teilweise schon schwierig, mit diesen Informationen eigentlich auch richtig umzugehen. Und wenn dann irgendwo etwas nicht funktioniert oder was nicht klappt, dann wird es natürlich, dann wird auf das gesamte Unternehmen geschoben und sagen, also die Inhalte, die da bereitgestellt werden, mit denen kann ich gar nichts anfangen und schau mal, das neue System, das wir dort bedienen sollten, das IT-System, wenn ich da draufklicke, was kommt da, stimmt nicht und entsteht eine große Unzufriedenheit, weil das Lernen dann eher wieder in einer isolierten Art und Weise erfolgt. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, deutlich zu machen, dass Lernen eben nicht unbedingt etwas ist, was man nur alleine macht, obwohl wir häufig alleine lernen, das ist einfach so, sondern dass es eben wirklich im Unternehmen Möglichkeiten geben muss, Chancen geben muss, auf Kollegen zuzugehen. Und das ist etwas, was ein Unternehmen durchaus fördern kann, nämlich einen offenen und freien Erfahrungsaustausch mit den Mitarbeitern zu ermöglichen, zu zeigen, wer hat denn bestimmte Kompetenzen im Unternehmen, bestimmte Kompetenzen auch sichtbar zu machen, sodass man da nicht alleine gelassen wird, weil häufig muss man wirklich sagen, ist das Lernen heute, wird empfunden von den Mitarbeitern als eine, müssen wir sagen, relativ kühle, kalte, isolierte Erfahrung.